Guten Morgen. Oh Mann. Boah. Also jetzt bin ich schon nach Arizona geflogen und habe mir gleich eine Erkältung eingefangen. Das geht ja mal gut los. Warum fahren hier kleine Frauen mit kleinen Autos vorbei? Das ist jetzt mein Haus. Also ich habe wirklich ein richtiges Haus hier bekommen in The Boulder, so heißt dieses Luxusanwesen. Warum es so heißt, das erklärt sich ganz einfach, indem man nur in diese Richtung hier schaut. Da sind ganz viele Steine. Ich habe die Hausnummer 239 gekriegt und ich habe dann sogar einen eigenen Briefkasten mit der New York Times drin, obwohl ich eigentlich gar nicht vorhabe, die New York Times zu lesen. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie den Weg finden. Also das hier ist mein Haus und hier sind ganz viele andere Häuser und Steine und Bäume. Ich hoffe, ich finde jetzt irgendwie den Weg zurück zur Lobby. Would you like a ride? There you go. Thank you very much. Frühstück. Ganz viele leckere Sachen auf der Karte stehen, aber irgendwie ist die ganze rechte Seite hier komplett eierlastig. Two eggs any style, three egg omelette, egg white frittata, steak and eggs, eggs benedict, eggs cooked, scrambled eggs, two eggs scrambled. Es gibt eigentlich nichts ohne Eier. Leckeres Brot, nom 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 nom. Heißer Tee, leckerer kleiner Vogel. Wir haben ja beide mittlerweile den Fetisch entwickelt, dass wir essen, dass wir verspeisen, immer erstmal fotografieren, damit auch die Nachwelt was davon hat. Arbeitest du noch am Licht oder an der Komposition? Also ich bin prima vollgefuttert. Und er auch. Der spricht jetzt schon gar nicht mehr. Was? Vollgefuttert. Geht so. Ein kleines Steak. Jetzt nach dem Frühstück geht's erstmal in einen anderen Teil von dem Boulder Resort, nämlich dorthin, wo die Interviews zu John Carter stattfinden. So, wir warten jetzt beide hier noch auf unseren Interview-Slot für John Carter. Ja. Und Willem Dafoe und Taylor Kitsch. Ja, und so lange müssen wir uns jetzt hier noch die Beine vertreten. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil eigentlich ist es hier ganz nett. Also das ist quasi so der Bereich, wo man hier als Pressebereich wartet. Da haben sie da drin, gibt es Essen, das wir ja eigentlich immer ganz schön finden. Genau, die haben es auch wirklich sehr schön dekoriert. Ja. Und zwar mit außerirdischen Artefakten, wie zum Beispiel dem Ding hier. Also das ist echtes Bronze. Nein, ist es nicht, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht aus wie echtes Bronze. Ja. Wir bereiten uns jetzt übrigens hier noch auf eine ganz spezielle Szene vor, die auch in John Carter vorkommen wird. Es wird jetzt wirklich so nachträglich noch eingefügt, also in letzter Minute noch. Und er macht schon mal die ganzen Formalitäten klar. Und, das Schlimmste ist, ich muss deutlich schreiben, weil wenn ich was nicht kann, ist es deutlich schreiben. Ja, also aber dafür ist alles hier richtig professionell, also richtig Greenscreen und so, besser als bei mir zu Hause. And this, Oliver, we have 3, 2, 1, big. I'm gonna take one more for safety. Was hältst du eigentlich von diesen Teen? Was für ein Dinger? Ja, von diesen Teen. Hä? Was du davon hältst? Ja, diese Kakteen da. Kannst du es mal aufhören, die Natur anzupöbeln? Es ist kein Wunder, dass alles hier so stachelig ist, wenn du ständig irgendwie schlechte Laune verbreitest. Ich muss schon wieder aufs Klo. Du musst ständig pinkeln. Ich habe mich auch alles ständig an Pinkeln erinnert. Was macht denn der Kaktus da? Wir lassen ihn besser alleine. Flauschig. Es ist so flauschig. Ich sterbe. Ich sterbe wirklich. Aber ist aber süß. Guck mal. Das ist eine kleine Spinne. Da ist eine kleine Spinne drin. Das ist süß. Sehr süß. Ich glaube, ich nehme den mit. Das ist da übrigens auch reinhängen. Tiere, Spinnen, Attraktion. Und es hat wieder Haken drin. Scheiße. Ah. Au. Au. Ah. Au. Scheiße. Geht es nicht mehr los? Sind ganz schön fies, die Viecher. Guck mal, ich habe noch ein Ei gefunden. Das heißt, wir müssen nicht verhungern, wir haben was zu essen. Dann ist das Frühstück morgen gerettet. Ich glaube, das sind Golfbälle. Bist ja ein ganz schlauer. Können wir die essen? Ich habe ihn gewarnt, er soll vorsichtig spielen, aber er konnte sich einfach nicht zurückhalten. Jetzt ist dieser ganze Kaktus. Warum? Ich habe dir gesagt, ich habe ein ganz furchtbares Handicap. Warum? Ist doch nur ein Kaktus. Golfkrieg.
In welchem Bett hast du jetzt heute Nacht geschlafen? In dem und in dem. Ich habe sehr lange Beine. Mein Gemächt muss ja quasi auch... Hallo,